So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt habe ich auch mal geguckt, wie lange ich gerade aufgenommen habe. Das war schon mal ein Stündchen und jetzt werden wir noch ein bisschen mehr tun. Aber was die Pirate Lord Mission angeht, die mache ich nicht, denn dafür haben wir mit der Eagle einfach keine Chance. Stattdessen werden wir mal gucken, ob wir hier oben nicht noch was reinhauen können. Ach, hier gibt es ja nur Scheiß. Ja, Kacke. Könnten natürlich auch auf die bessere Legierung hinarbeiten. Hier gibt es auch nur die Sidewinder, ne? Jo. Ja. Ah, hier haben wir neue Missionen. Dann machen wir das nochmal. Denn das bringt uns im Moment erstmal weiter. Und das war ja auch eigentlich das Ziel der ganzen Aktion hier. Dass wir da ein bisschen was loswerden. Und, das heißt loswerden, zerstören. Und ja, uns ein bisschen Kohle verdienen. Und deswegen werden wir da jetzt mal ein bisschen rumgrinden. Oh, der macht ja ein niedliches Geräusch im Vorbeifliegen. Aber letztendlich wird auf jeden Fall das Ziel der Aufnahme die Viper sein. Ach, jetzt habe ich nicht nachgetankt, aber das werden wir auch nicht brauchen bei dem, was wir jetzt machen. Den Treibstoff braucht man ja für gewöhnlich wirklich nur, wenn man zwischen Systemen hin und her fliegt. Was war das denn? Ein komisches Geräusch. Wo auch immer hier irgendwie störende Masse sein soll. Aber ehe uns das Schiff gleich im Cockpit brät. So, jetzt aber. Ach, ich bin ja schlau. Ich hätte ja jetzt schon mal die nächste Folge schneiden können. Hier was, das mache ich auch mal ganz kurz. Ich werde mal hier kurz langsam bleiben, damit ich nicht zu weit vorausfliege. Dann mache ich noch mal eben unterbreche noch mal kurz, schneide die nächste Folge schon mal und render die gleichzeitig. Dann kann ich die nämlich gleich schon hochladen, sonst wird es etwas knapp. Also noch mal kurze Unterbrechung. Wir sehen uns dann gleich nach der Werbung wieder. So, da sind wir wieder. Die Folge rendert jetzt, deswegen könnte es sein, dass die Aufnahme jetzt etwas ruckliger wird. Ich hoffe allerdings nicht. Zumindest nicht allzu sehr. Ich mache mal die Lüftung an meinem Rechner höher für den Fall, dass die CPU da etwas aufheizt. Jetzt muss ich gerade mal horchen. Okay, funktioniert. Ich bin da immer etwas irritiert. Aber moderne Gehäuse haben ja so einen tollen Turboschalter für die Lüfter. Und wenn ich das Headset aufhab, dann höre ich die nie. Aber nun ja, also nochmal. Gut, wir sind auf jeden Fall in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt am Schluss nachher den Fraps-Counter hier sehen wird. Aber die Aufnahme rendert auf jeden Fall und ich werde Zeit haben, die hochzuladen. Das geht ja jetzt zum Glück wesentlich schneller. Und dann werde ich auch jetzt wieder ein paar Folgen im Voraus haben und dann sind die auch direkt in HD, wenn ich die hochgeladen habe. Nicht so wie jetzt am Wochenende. Aber ich habe einfach mal gehofft, dass wegen Gamescom jetzt sowieso nicht so viel zugeschaut wird. Also ich habe jetzt nachgelesen, diese Piraten Lord-Mission. Huch, das wollte ich gar nicht. Die Piraten-Lord-Mission, diese Jagdmission, hat folgende Parameter, sag ich mal. Also man soll einen, wer hätte es gedacht, einen Piraten jagen. Und die Vermutung der Community ist wohl, dass dieser Lord, man kriegt ja keine Informationen, wo man den suchen soll. Aber die Community ist sich mehr oder weniger uneins. Also die eine Hälfte sagt, es gibt die, also der ist wahrscheinlich in dem System, in dem man den Auftrag kriegt. Was ich auch logisch finde, weil, naja, warum sollte er das nicht sein? Warum sollte er sonst da in dem System gesucht sein, so? Wobei, es kennt ja wahrscheinlich jeder die tolle Szene mit Luke Skywalker in der Bar, mir droht in 12 Systemen die Todesstrafe.
Nun, also auf jeden Fall treibt er sich wohl entweder in dem System rum, in dem man die Mission kriegt, oder in einem nahegelegenen Anarchiesystem. Morgor ist ein beliebter Tipp dafür. Was natürlich auch gerne mal den Spruch oder Vergleich mit Mordor auf sich zieht. One does not simply walk into Morgor. Und so. Ja, also dass er sich entweder in dem System befindet oder in einem nahegelegenen und dass man halt die unidentifizierten Signale absuchen muss. Aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass man da unidentifizierte Signale abfarmen muss, bis dann irgendwann vielleicht mal der Piraten dort dabei ist. So, unsere Mission ist, die Föderation abzuschießen. Ja, gut, dann wählen wir die Seite. Iranin. Huch! Da werden wir auch gleich schon wieder heftigst unter Feuer genommen. Oh. Wieso habe ich immer den Eindruck, dass wir mehr Schaden davon kriegen als die Gegner? Was haben die für eine komische Energieverteilung? Fall ruckelt es hier doch ganz schön. Das mit dem gleichzeitigen Rendern klappt nicht ganz so gut. Vielleicht muss ich da dann gleich mal, wenn wir die Mission erledigt haben, ein bisschen auf Handel umsteigen. Da hat es auch gerade gelaggt, glaube ich. Ja, man soll diesen Piraten dort dann also suchen. Und es ist aber halt nicht klar, wo der ist. Boah, dieses Geruckel macht es wirklich schwer gerade. Aber zum Glück werden wir nicht so viel getroffen von der KI. Dieser Piratenlord ist dann natürlich auch unterwegs in seinem Status angemessenen Schiff. Also es haben einige Leute den schon gefunden. So circa, also entweder Anaconda oder Laken Typ 9, wie sich das gehört. Lake. Und der hat dann auch manchmal eine Eskorte dabei. Wenn man ihn nicht schnell genug kaputt kriegt, dann spawnen halt nach und nach andere Schiffe. Und man müsste halt gucken, was man da gegen den ausrichtet. Vor allem, wenn dann halt noch die Eskorte dazukommt. Aber ich fände es schön, wenn man sich quasi Wingman mieten kann. Das gibt es ja in den Solo-Szenarien auch. Und dann, wenn man den zerstört, kriegt man halt ordentlich Kopfgeld, ne? Also, der Abschuss von dem bringt wohl selber schon mal so zwischen 5 und 10.000 plus die Missionsbelohnung. Aber dafür muss man den halt auch erstmal finden. Und zerstören. Deswegen, also. Ach, der ist schon wieder nicht kaputt. Ich denke immer, die sind schon kaputt, wenn die so in Flammen aufgehen. Aber das werden wir mit der Eagle auf keinen Fall schaffen. Aber die Community möchte auf jeden Fall, dass das besser gemacht wird, den. Na komm, jetzt, bevor seine Schilde wieder da sind. Na, das war ja genau im richtigen Moment. Schön, dass wir auch mal Glück haben. Was wollte ich sagen? Die Community hätte gern halt etwas mehr Hinweise darüber, wo man diesen Typen finden kann. Auf die eine oder andere Weise. Einige haben geschrieben, es wäre okay, das quasi über das geplante Newsboard zu machen, also dass die Ingame-Nachrichten. Oder einfach in der Missionsbeschreibung oder dass man irgendwie eine Nachricht kriegt. Also nicht, dass sie einem sagen, der ist da und da, macht ihn mal kaputt. Boah, ruckel, ruckel, ruckel. Sondern, dass man halt von mir aus weiß, okay, vor einer Stunde war er da. Oder wurde er gemeldet da. Oder dass sich solche Sachen auch mal als Falle entpuppen. Das wäre doch auch mal was. Boah, ich hoffe, das kann man sich nachher ansehen hier. Das ist ja wirklich grauenhaft. Also nicht nur vom Geruckel her, auch mein Spiel ist gerade ja recht grauenhaft. Durch das ganze Danebenschießen.
Was aber natürlich auch an dem Gruckel liegt. Und irgendwie fliegen wir die ganze Zeit rückwärts. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal von den Salvenlasern wieder mal überzeugt. Die sind doch schon recht kraftvoll. Na komm jetzt. Oh nein. Ach, wenn wir ihn da besser getroffen hätten, wäre er jetzt schon hin. Auf jeden Fall ist diese Piratenlord-Jagdmission noch nichts für uns. Aber vielleicht wäre das mal was, wenn... Also wir haben ja schon einige Leute hier kommentiert, wenn ich mal mit ihnen spielen, also wenn ich mal irgendwie Hilfe bräuchte, dann kann ich schon mal jetzt sagen, sobald dies mit der Mission an sich besser funktioniert und man genauer rausfinden kann, wo sich dieser Herr aufhält, ohne dass man da ewig irgendwie absuchen muss, dann würde ich dieses Angebot dafür gerne in Anspruch nehmen, dass die Leute dann mal mit mir in einer Gruppe spielen und dass wir uns dann diesen Piratenlord vornehmen können. Damit ich diese Mission halt auch mal im LP zeigen kann. Wenn es dann diejenigen Leute nicht stört, dass ich die Mission bzw. das Kopfgeld dafür einstreiche, wobei ich gar nicht weiß, wie das funktioniert, wenn man da in der Gruppe unterwegs ist. Aber es gab auch schon, als ich nach diesem Forum-Thread gesucht habe, war auch schon ein Thread, wie man denn das Geld mit den Mitspielern teilen kann, ob das da eine Funktion gibt. Also Missionsbelohnungen tauschen kann, teilen kann, so. Boah, meine lieben Leute. So, kaputt. Mission erfüllt. Schnappen wir uns mal noch den. Und dann machen wir mal ein bisschen Frachttransport, weil es gerade halt so brutal ruckelt. Bumm. Das war nicht beabsichtigt. Aber es ist jetzt nichts, was uns umgebracht hat. Und jetzt geben wir mal mehr Waffenenergie, damit wir nicht so lange warten müssen auf die einzelnen Schussphasen, sag ich mal. Na komm. Irgendwie ist das Ganze hier mehr so ein Stop and Go. Also wirklich, Dogfight kommt hier gerade nicht auf, aber das liegt auch an dem Geruckel. Na, wir machen das Beste draus. Beim Handeln stört es auch nicht so sehr, wenn es ruckelt. Ja, jetzt ist der gerade genau über uns und macht dasselbe wie wir. Erstaunlich, dass er immer noch Schilder hat. Er wird doch jetzt sogar schon von mehreren Leuten beschossen. Vielleicht sollte man nicht so ein grafisch aufwendiges Spiel spielen und gleichzeitig rendern und dabei auch noch aufnehmen. Aber... das ist ja auch so ein Ding, was mich immer wieder wundert. Warum haben die Entwickler noch nicht durchschaut, dass es viel besser ist? Also einige Entwickler zumindest, mittlerweile hat sich das etwas besser rumgesprochen, aber... die PlayStation 3 war ein gutes Beispiel dafür. Multicore-CPUs oder beziehungsweise ein System mit mehreren Prozessoren richtig anzusprechen. Das hat mich immer wieder verblüfft, dass das öfter mal der Fall war, dass die
Entwickler einfach das so gehandhabt haben. Na, es ist da wieder ein Schiff zu nah dran. Das so gehandhabt haben, dass nicht alle Prozessoren gleichmäßig die gleichen Aufgaben bearbeiten, sondern dass einfach ein Prozessor alles macht, bis der ausgelastet ist, und dann fängt der nächste an, bis der ausgelastet ist, und dann immer so weiter, bis alle voll sind. Aber man lernt auch schon in der Grundschule, ihr kennt doch bestimmt alle diese Aufgaben nach dem Prinzip, wenn zwei Bauarbeiter 3 Stunden brauchen, um ein Haus hochzuziehen, wie viele Stunden oder wie viele Minuten brauchen dann 5 Bauarbeiter? Und so weiter. Das lernt man doch schon in der Grundschule. Und warum machen die das dann nicht so, dass man die Prozessoren gleichmäßig auslastet? Wahrscheinlich ist hier Ähnliches der Fall. Mein Prozessor ist ja nicht mehr der neueste, und Windows 7 und so. Ich weiß nicht, wie das da alles programmiert ist, dass die Prozessoren da ausgelastet werden. Aber man sollte doch meinen, dass das eigentlich gehen sollte. So. Auf die Entfernung wirkt die Sonne so klein. Oh, wir sind zu schnell. Sehr viel zu schnell. Da müssen wir mal eben runterbremsen. So, das sollte reichen. Ruckel, ruckel, ruckel. Viel schlimmer wird sein, dass das Spiel raustappen wird, wenn die Folge fertig gerendert ist. Aber naja, das wird dann einmal kurz ruckeln im Video, und dann ist gut. So, das war jetzt natürlich nicht die Geldmengen, die ich mir erhofft hatte, bis wir eine Cobra, eine Viper uns kaufen können. Aber wir werden jetzt eh was anderes machen, einfach wegen des Geruckels. Das führt so zu nix. Da brauche ich ja ewig für einen einzelnen Abschuss allein schon. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders jetzt gerade. Ja, verlangsame dich selbst. So, damit sind wir mal wieder hier. Ich würde ja wirklich gerne mal in die neuen Gegenden fliegen, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Wegen Ausrüstung und so, weil dann wir erstmal wahrscheinlich umbauen müssen. Deshalb bleiben wir erstmal hier. Bin ja übrigens erstaunt, dass es nicht wenigstens den Hauler auch auf Azeban City zu kaufen gibt, sondern wirklich nur dieses Sidewinder. Das dauert ganz schön lange, gerade der Instanzwechsel. Wahrscheinlich auch ein Nebenprodukt des Renderns. Aber das muss jetzt leider gerade sein, weil ich sonst nicht mehr rechtzeitig die Folge eben bereit habe. Huch. Und wenn das so weitergeht, muss ich sagen, also wir gehen mal etwas in den entspannteren Lichtmodus. Wir sind jetzt hier im Lounge-Teil des Spiels angekommen, liebe Zuhörer. Nein, eingeblendet ist mich gerade nur ein bisschen, deshalb. Was wollte ich sagen? Wenn das so weitergeht mit den Abos, dann habe ich ja den Joystick schneller hier, als ich dachte. Ich dachte, es dauert jetzt noch so 2 Monate, aber ich habe in den letzten paar Tagen irgendwie auf einen Schlag 30, 40 Abonnenten kommen gefühlt. Deshalb, mal gucken, wie lange es das jetzt noch dauert, bis ich das Wettziel erreicht habe. Mit den 250. Bei der dunklen Cockpitbeleuchtung sehen die aus, als wären die rot. Ich glaube, ich mach's doch mal ein bisschen heller. Da ist es. So. Jetzt habe ich natürlich klugerweise die Station nicht mehr aufgeschaltet.
So. Ach, da ist ja der Eingang. Praktisch. Detecting hostile scan. So, und rein da. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckeln wir uns mal nach drinnen. Ja. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, nicht die Station zu rammen bei dem Geruckel. Na, das hat doch einigermaßen geklappt. Ist doch schön.